So, guten Morgen. Als allererstes eine Rückfrage. Es ist mir zugetragen worden, dass der von mir vorgeschlagene Termin Samstag, der 7., etwas unglücklich ist wegen des langen Wochenendes. Die einzige Alternative, die ich anbieten kann, ist zwei Samstage später. Das ist der 21. Wer präferiert den 21.? Wer hat lieber den 7.? Oh, verdammt. Okay, wer kann am 21.? Wer kann nicht am 21.? Wer kann am 7.? Wer kann nicht am 7.? Also es ist ziemlich gespalten, ja. Lassen Sie mich noch ein, zwei Tage nachdenken. Vielleicht machen wir auch einen Doodle draus. Ja, also mir ist es egal, der 7. oder der 21., alle anderen Termine bin ich schon belegt. Okay. So, dann beginnen wir jetzt mit der 10. Vorlesung. Wir kommen jetzt endlich zur Newtonschen Dynamik. Und in der Newtonschen Dynamik geht es grob gesprochen um das zweite Newtonsche Axiom. Es geht damit auch um Kräfte. Und mit dem Kraftbegriff sind Sie ja aus Schultagen vertraut. Aber der Kraftbegriff, wie er bei Newton vorkommt, ist ja eigentlich etwas unfassbar Merkwürdiges. Da ist zum Beispiel die Rede von der Kraft, die ein Teilchen auf ein anderes Teilchen ausübt. Das ist ja dann schon wieder in dem dritten Axiom, kommt das ja ganz explizit so vor mit gegengleichen Kräften und solche Geschichten. Aber was soll das denn eigentlich heißen? Also wenn das eine Teilchen auf das andere eine Kraft ausübt, mal ganz grob gesagt, wie kommt denn die Kraft von dem einen Teilchen zum anderen Teilchen? Wie findet eigentlich diese Wechselwirkung statt? Und jetzt schauen Sie ja alle Nachrichten und wissen, dass es so eine allgemeine Relativitätstheorie gibt. Und da ist die Signalpropagation, also die Geschwindigkeit, mit der Sie Information übermitteln können, ja auf Lichtgeschwindigkeit beschränkt. Aha, jetzt nehmen wir mal an, ich könnte hier ein Teilchen nehmen, das ist jetzt ein Teilchen, und Sie haben ein ähnliches Teilchen in der Hand. Und dieses Teilchen würde auf Ihr Teilchen eine Kraft ausüben, so wie das im Newtonschen Bild ist. Und jetzt wackele ich, jetzt verschiebe ich mein Teilchen so ein bisschen und dann müsste wohl irgendwie der Kraftvektor, der da auf Ihr Teilchen wirkt, nach der Philosophie direkt sich nach der neuen Position ausrichten. Ja, jetzt mal ganz grob, denken Sie mal an Gravitation oder elektrische Kraft oder so irgendwas, okay? Aber wenn das ja instantan geht, sofort der Fall ist und von nichts anderem ist in der Newtonschen Mechanik die Rede, könnte ich Ihnen ja, egal wie weit Sie weg sind, instantan Morsesignale schicken. Ja? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz und sowas. Ja? Das kann eigentlich nicht sein in der Relativitätstheorie und so ist es auch nicht. So, jetzt könnte man sagen, das interessiert uns nicht. Wir machen ja keine Relativitätstheorie, sondern nicht relativistische Mechanik, aber die Elektrodynamik, von der Sie im nächsten Semester erfahren werden, die Elektrodynamik, die wurde hingeschrieben mit der Kinematik im Hinterkopf, die wir bis jetzt entwickelt haben für die Newtonsche Mechanik. Und dann hat Maxwell die Elektrodynamik hingeschrieben, essentiell aus dem Faraday- und dem Ampere-Gesetz und noch so einen kleinen Term dazu gepfriemelt, damit die Ladungserhaltung gesichert ist. Und das sieht aus wie eine schöne, nicht relativistische Theorie, aber sie ist bereits relativistisch, nur merkt man das auf den ersten Blick nicht. Es hat dann Einstein gebraucht, um da länger drauf zu gucken. Worauf ich aber hinaus will, ist der Faraday, der in der Elektrodynamik, also einer dieser Kräfte, um die es geht, und der eben eine ganze Vorlesung gewidmet ist im nächsten Semester für Sie, Faraday konnte halt keine Mathematik und deswegen hat er den Feldbegriff erfunden. Er hat sich, ja alle mal in der Schule gemalt, so irgendwie von einer Punktlade, dann gehen dann so Feldlinien aus und das ist, da gibt es dann diese Kraft und solches Zeugs. Und erstaunlicherweise ist diese Idee des Feldbegriffes, dass die Kraft nicht einfach so wirkt, sondern vermittels eines Feldes, also ein Teilchen erzeugt ein Feld
Und das andere Teilchen reagiert dann auf dieses Feld in bestimmter Art und Weise. Und diese Reaktion, können wir uns das Feld, das da erzeugt wird, können wir denken, dass das an dem Punkt, wo das andere Teilchen ist, diese Kraft produziert. Ja? Das kennen Sie alle, ja, vom elektrischen Feld und solchen Geschichten her. Aber dieser Feldbegriff, dieses Feld, das von dem einen Teilchen erzeugt wird und auf das dann das andere Teilchen reagiert, das steht bei Newton nirgendwo. Das ist eine viel später entwickelte Idee von Faraday. Und das ist aber auch die Idee, die wir modern haben. Und deswegen steht hier schon Newton'sche Dynamik konzeptionell sinnigerweise etwas modernisiert. Also das nur so ein bisschen zur Einordnung, damit die Begriffe nicht einfach so unverbunden nebeneinander stehen. Und wir sprechen zunächst mal von diesen Feldern. Erstens Wechselwirkungsfelder. Und wir erinnern uns an zwei Punkte aus den letzten Vorlesungen. Der erste Punkt ist ein rein technischer Punkt. Wir erinnern uns, dass ein Raumzeit-Vektorfeld, Sie sehen, ich betone wieder, auf welchem Raum dieses Vektorfeld lebt, weil wir inzwischen ja auch den absoluten Raum haben. Das wäre dann ein Raumvektorfeld, aber wir betrachten zunächst mal ein Vektorfeld auf der gesamten Raumzeit. Ein Raumzeitvektorfeld x heißt räumlich, es ist dennoch immer noch ein Raumzeitvektorfeld, aber es heißt räumlich, falls es die Komponentenfunktionen, ich schreibe jetzt mal immer nur Komponenten in Zukunft, Sie wissen, das sind Komponentenfunktionen, falls es die Komponentenfunktionen xa hat an einem Punkt p, die aber gegeben sind durch x Alphas und hier hinten ein Delta Alpha a steht, darüber hatten wir letztens gesprochen. Das gilt aber nicht in einem beliebigen Atlas, sondern das soll nur gelten in einem, jetzt muss ich mir überlegen, was ich möchte. Möchte ich Inertialsystem? Ja, Inertialsystem. Nö, ich möchte nicht Inertialsystem, ich möchte aber in einer Karte eines stratifizierten Atlas. Und natürlich eines stratifizierten Atlas einer Newton'schen Raumzeit. Ich schreibe das jetzt nicht immer wieder dazu. Sie wissen, das ist der Kontext, von dem wir reden. Das war die erste Erinnerung. Und die zweite Erinnerung, die wird jetzt gleich sehr relevant. Und das war die Definition eines Teilchens. Und als Teilchen hatten wir ein Tupel, bestehend aus einer zukunftsweisenden Weltlinie, einer positiven reellen Zahl, genannt die Inertial- oder die träge Masse, und dann einer Anzahl von L-Ladungen. Ja? Und heute wollen wir uns besonders mit diesen Ladungen beschäftigen. Darüber habe ich ja noch nicht viel gesagt, außer dass wir beim ersten Axiom uns nur Teilchen angeschaut hatten, deren Ladungen alle verschwinden. Und jetzt, das ist jetzt schon dieser moderne Blick, also bei Newton ist da zunächst mal von Ladungen keine Rede, von der Masse eines Teilchens schon. Wir fügen das noch hinzu und der entscheidende Punkt ist, dass diesen L, groß L, vielen Ladungen entsprechen auch L-Wechselwirkungsfelder. Also das ist der entscheidende Satz, diesen L vielen Ladungen entsprechen L sogenannte Wechselwirkungsfelder. Ja. Und ich definiere gleich nochmal Wechselwirkungsfeld etwas genauer. Der Punkt ist, welchen Wert nimmt denn das kleine L an? Das kleine L
das hängt davon ab, welches Universum Sie betrachten. Wenn wir hier von fundamentalen Kräften sprechen, das haben Sie bestimmt schon mal gehört, es gibt vier fundamentale Kräfte, haben Sie vielleicht schon mal gehört, die Gravitation, Elektromagnetismus, die schwache Kraft und die starke Kraft. Hat jeder schon mal gehört, oder? So, okay. So, in Wirklichkeit ist es halt so, also ganz früher war das so, da gab es Gravitation und elektrische und magnetische Kraft und die hat dann Maxwell in die elektromagnetische Kraft vereinigt. Elektrische und magnetische. Und dann, wann war das? In die 70er Jahre kam Weinberg, Glasch und Salam. Die haben dann auch noch die elektromagnetische Kraft vereinigt mit der schwachen Kraft zur elektroschwachen Kraft. Ja. Das heißt, auch die Elektrodynamik, die selbst E- und B-Feld zusammen sind noch keine vollständige Theorie. Da kommt noch die schwache Kraft rein und so weiter. Und viel in der Physik in den letzten Jahrzehnten ist in Versuche geflossen, auch noch die starke Kraft auch noch zu vereinigen. Das ist diese Idee der Vereinigung der Kräfte in der Physik. Das heißt, ein Ziel, das manche Leute verfolgen, ist dieses L immer kleiner zu machen. Also immer weniger fundamentale Wechselwirkungsfelder zu haben, die dann diese Kräfte erzeugen. Aber wir wollen uns mal nicht so festlegen. Das L hängt vom betrachteten Universum ab. Aber Sie könnten sich ja einfach unser Universum vorstellen und es gibt jetzt noch eine fünfte Kraft. Danach haben Leute auch gesucht, ja. Das wissen wir nicht. Vielleicht entdeckt die irgendwann jemand oder man sieht, die Kräfte sind gar nicht unabhängig. Das wissen wir nicht. Ich sag mal hier, L hängt vom Universum ab. Im Sinne, dass die Theorie kann mit jeder Anzahl von L umgehen. Okay, diesen entsprechen diese L-Wechselwirkungsfelder und die Idee, bevor ich Ihnen ich schreibe Ihnen erstmal die Definition hin. Definition: Ein Wechselwirkungsfeld ist ein räumliches Raumzeitvektorfeld und das können wir einfach durchnummerieren, W1 zum Beispiel, ja, oder W, ja? Okay, Punkt. So, das ist ein Wechselwirkungsfeld. Das ist jetzt noch nicht besonders erleuchtend. Die Bemerkung ist dazu, die Idee hier hinter der Fiktion von Wechselwirkungsfeldern ist die folgende. Sehen Sie, die Felder, die könnten ja einfach so da sein. Ja? Also im Newtonschen Universum, das könnte bestehen aus Punktteilchen, ganz vielen Punktteilchen und irgendwie dahin geworfenen Wechselwirkungsfeldern. Die könnten ja einfach da sein. Ja? Kann man auch machen und rechnet man auch häufig so. Ne? Sie kennen diese Aufgaben. Betrachten Sie ein geladenes Teilchen im elektrischen Feld. Wo kommt denn das elektrische Feld her? Das ist jetzt halt mal da. Ja? Also da ignoriert man, wo das eigentlich herkommt. Wenn man sich das ganz fundamental denkt, gehen wir heute eigentlich davon aus, dass diese Felder, die dann da sind, auf die Teilchen reagieren, die werden von den Teilchen selbst auch erzeugt. Ja? Also ein Teilchen reagiert nicht nur auf ein Feld, wenn es eine Ladung hat, sondern es erzeugt auch ein solches Feld. Das kennen Sie alle. Ja? Und jetzt die Frage, wie entsteht denn das Feld oder wie erzeugt eine Verteilung von Teilchen eins dieser bestimmten Felder? Ja, da müssen Sie Feldgleichungen aufstellen. Alle Teilchen im Universum, also alle Teilchen zusammen im Universum, die L vielen Wechselwirkungsfelder erzeugen, vermöge
geeigneter Feldgleichungen. Feldgleichungen. Wie etwa später. Kann ich Ihnen noch gar nicht sagen. Kommt aber noch. Okay? Also, aber die Idee ist klar, ne? Sie kennen das. Sie haben ein Teilchen, das erzeugt ein Feld und die anderen Teilchen reagieren drauf, aber auch das Teilchen, das reagiert, trägt auch zu diesem Feld bei. Also es gibt L-Wechselwirkungsfelder in unserem Universum, nicht für jedes Teilchen ein neues Vektor-Wechselwirkungsfeld, sondern alle Teilchen haben Ladungen C1 bis CL und es gibt dann wirklich nur L-Wechselwirkungsfelder. Stellen Sie sich vor, C1 Gravitationsladung, auch wenn ich immer predige, dass es keine Kraft ist, nehmen wir jetzt mal kurz an, und C2 elektrische Ladung und dann wäre das W1-Feld, ja, Wechselwirkungsfeld W1, das zur Ladung C1 gehört, das wäre sowas wie das elektrische Feld, genau, und das C2-Feld wäre sowas wie das Gravitationsfeld. Okay? Also das ist die grundlegende Idee, dass das so ist. Und dann haben wir die folgende Definition, die auf ein Teilchen, irgendein Teilchen aus diesem Universum, die auf ein Teilchen Gamma M C1 bis CL wirkende Kraft ist das räumliche, das folgt aber, ist das räumliche Newtonsche Raumzeit-Vektorfeld F und es ist gegeben durch C1 W1 plus C2 W2 und so weiter plus CL WL. Und das sind jetzt tatsächlich die Ladungen dieses konkreten Teilchens. Also die W1 bis WL, die sind da, weil sie irgendwie erzeugt wurden. Und die C1 bis CL sind aber die Ladungen dieses spezifischen Teilchens. Okay? Und das nennen wir die Kraft auf das Teilchen. Und jetzt ist klar, nehmen Sie mal an, Sie haben ein Teilchen mit bestimmten Ladungen hier, wo meine Fingerspitze ist. Und Sie haben jetzt aber hier überall diese Wechselwirkungsfelder. Das ist ja ein Vektorfeld, die haben Sie überall. Ja? Jetzt kann ich natürlich diese Summe bilden, auch an einem Punkt, wo das Teilchen Gamma M C1 CL gar nicht ist. Das kann ich machen. Und dann könnte ich das auch irgendwie die Kraft nennen, nur das bringt ja gar nichts, denn das ist ja die Kraft für genau dieses Teilchen. Das heißt, Sinn macht das, also es ist im Prinzip überall definiert, ja, im Prinzip ist F überall auf der Newtonschen Raumzeit definiert, aber es wird ja nur wichtig an den Punkten, ja, an den Punkten Gamma von Lambda für Lambda aus R, nämlich das sind genau die Punkte, wo die Kurve auch vorbeikommt. Wenn Sie ein anderes Teilchen haben, da haben Sie die gleichen Wechselwirkungsfelder, also sagen wir mal, das elektrische Feld bleibt gleich und Sie haben ein anderes Teilchen an einer anderen Position oder auch an der gleichen Position, auf dieses Teilchen wirkt eine andere Kraft, weil ja die Ladungen zum Beispiel anders sein können. Aber die Wechselwirkungsfelder, die sind unabhängig von dem Teilchen, auf das gewirkt wird. Ist klar, ne? Also Sie kennen all diese Konzepte, aber eigentlich setzt sich die Newtonsche Kraft modern immer so zusammen. Und jetzt verstehen Sie auch, oder jetzt ist es endgültig klar, warum wir beim ersten Axiom, statt zu sagen, Teilchen, auf die keine Kraft wirkt, hatten wir gesagt, Teilchen, deren Ladungen allesamt verschwinden. Das führt natürlich dazu, dass keine Kraft wirkt.
Nur ob ich, wenn ich, ich kann aber vorher testen, oder ja, ob ein Teilchen keine Ladung hat. Das kann ich das Teilchen nehmen. So, und jetzt sage ich, jetzt gehe ich ins Labor und jetzt unterwerfe ich dieses Teilchen allen möglichen Tests. Und wenn ich keinerlei Weg finde, diesem Teilchen irgendwie eine Ladung zuzuordnen, weil es quasi auf nichts reagiert, was ich da zauberhafterweise mache. Also ich schwinge mit Magneten und bewege große Massen im Labor hin und her und das bleibt, Teilchen bleibt völlig, na gut, mit Massen ist ein Problem. Also ich mache irgendwie Magnetfelder und so weiter und das Teilchen ist völlig unbeeindruckt davon. Würde ich sagen, okay, das hat null Ladung in Bezug auf dieses Wechselwirkungsfeld. Verstehen Sie? Und dann kann ich das so als ladungslos erkannte Teilchen mit mir nehmen und dann irgendwann im Weltraum da mein Wurfexperiment machen, wo ich dann sage, ah, das sind Geraden. Verstehen Sie? Also, dass diese Teilchenladung eine Eigenschaft des Teilchens ist, das brauche ich, um mir ordentliche Materie zu besorgen, von der ich dann nachher sagen kann, auf die wirkt keine Kraft. Würde ich das nicht so machen, könnte ja sein, nur ich gehe jetzt irgendwo hin und die machen irgendwas, diese Teilchen, aber woher weiß ich denn, dass keine Kraft wirkt? Verstehen Sie? Also durch diese Wolte mit den Ladungen, das wird alles ein bisschen transparenter. Gut, aber auf jeden Fall, wenn die Teilchen Ladungen haben, ist das die auf die Teilchen wirkende Kraft. Und natürlich, wenn auch keine Wechselwirkungsfelder da sind, würde natürlich auch keine Kraft drauf wirken. Okay, das ist alles soweit klar oder haben Sie Fragen bisher? Gut. So, ja, und jetzt müssen wir doch mal, es ist ja Physik und keine Mathematik, jetzt müssen wir doch mal Farbe bekennen und sagen, welche Wechselwirkungsfelder gibt es denn eigentlich in der Natur? Ich hatte es eben schon kurz angedeutet. Und auch hier lohnt es sich, terminologisch etwas genau zu sein, also Beispiele für Wechselwirkungsfelder. So, und diese Wechselwirkungsfelder, die zerfallen per Dekret. Das ist keine Naturbeobachtung, sondern eine der Ordnungsliebe geschuldete Klassifizierung, die zerfallen in zwei Klassen. Und die erste Klasse, die nenne ich jetzt mal fundamentale Wechselwirkungen. So. Ja, ich meine, fundamental ist natürlich ein Begriff, den man ganz einfach missbrauchen kann. In der Politik sagt man, das ist fundamentalistisch und damit polemisiert man. In der Physik sagt man, das ist fundamental und damit ist es ganz toll. Eigentlich bedeutet das gar nicht so viel, außer dass wir sagen, das sind Wechselwirkungen, die wir bisher nicht aufbrechen können in noch elementarere Wechselwirkungen, die wir also nicht verstehen können, indem wir nochmal andere Wechselwirkungen verstehen und die dann quasi als Effekt betrachten. Das sind fundamentale Wechselwirkungen und ich führe einfach mal eine Reihe an. Einmal hätten wir sowas wie Gravitation und das entsprechende Gravitationswechselwirkungsfeld. Ich schreibe einfach mal Gravitation. Dann haben wir natürlich solche Sachen wie elektrisches Feld, ja. Elektrisches Feld ist sehr schön und sehr beliebt. Dann haben wir das magnetische Feld, auch gut. Ja. Alles ganz wichtiges Zeugs, ja. Magnetisches Feld. Ja. Dann haben wir Detens sowas wie die schwache Kernkraft oder einfach schwache, ja, ich nenne das mal schwaches Feld. Da gibt es keinen besonders anschaulichen Namen, weil Sie das eben, weil Sie da keine Anschauung für haben auf makroskopischer Ebene. Und dann gibt es eben noch das starke Feld, die starke Kernkraft. Ja. So, das ist so im Prinzip das, was man hat. Die beiden, hatte ich eben schon gesagt, sind heute oder seit Maxwell verstanden eigentlich als elektromagnetisches Feld. Das ist also vereinigt. Und eigentlich wird das auch mit dem Schwachen auch noch vereinigt heute. Ja, also heute Stand der Wissenschaft ist, wir haben hier die elektroschwache Kraft. Da ist das magnetisch unter den Tisch gefallen, aber das schwingt mit. Das ist nur, also wäre die elektromagnetisch schwache Kraft.
ist die elektroschwache Wechselwirkung. Ja. Und ja gut, und da unten das starke Feld, das steht im Moment noch so ein bisschen alleine. Ja, und das hier ist so dieser Vereinheitlichungsprozess, der jetzt zweimal funktioniert hat, aus dem dann der Physiker sehr gerne schließt, das muss ja jetzt immer so weitergehen, wofür es natürlich überhaupt keine logische Begründung gibt. Das ist ein reines Prinzip Hoffnung, dass wir jetzt noch weiter vereinigen können, vielleicht ja, vielleicht nein. Aber da irgendwie 30 Jahre Forschung ist in sowas reingegangen, ohne Effekt, muss man sagen. So, und jetzt wollen wir uns doch mal fragen, aha, schön, wir spüren es schon, hier, da geht es um den Beta-Zerfall und solche Geschichten. Diese beiden hier, schwaches und starkes Feld, die haben gar keine richtige klassische Beschreibung, dafür müssen sie Quantenmechanik machen und das lernen sie in der dritten Theorievorlesung oder nächstes Semester, wenn sie Lehramt oder Materialphysik machen, zusammen mit elektromagnetischem Feld. Das kommt noch, dass diese beiden hier passen auf keinen Fall in die klassische Mechanik. Also wenn ich jetzt hier nochmal neue Klammern setze, die jetzt hier die letzten beiden umfassen, ja, nicht klassisch beschreibbar. Klassisch beschreibbar, okay. Das heißt, da brauchen wir uns gar keine Mühe zu geben, die jetzt in der klassischen Mechanik als Wechselwirkungsfelder hinzuschreiben. Da haben wir keine Chance. Okay? So, jetzt kommen wir hier oben zur Gravitation. Die Gravitation ist super, denn die ist klassisch beschreibbar. Die ist sogar nicht relativistisch klassisch beschreibbar. Ist alles super, bis auf den Punkt, es hängt Ihnen schon zum Halse raus, bis auf den Punkt, dass wir die Gravitation gar nicht als Kraft und als Wechselwirkung verstehen wollen, sondern als Krümmung der Raumzeit. Nächste Vorlesung kommen wir wirklich dazu. Okay. Also die Gravitation, okay, geht, ja, nicht relativ oder beschreibbar als Wechselwirkung in der Newtonschen Raumzeit. Super, da hätten wir schon mal ein Beispiel. Aber wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Okay? Wir werden es trotzdem tun, einfach weil man da ganz geschickt rechnen kann. Wir wollen das als fundamentale Idee nicht. Dazu kommen wir. Aha, ja, dann bliebe noch das elektrische und das magnetische Feld übrig. Diese beiden hier, ja, ja, da gibt es schlechte Nachrichten. Und die schlechte Nachricht können Sie sich ganz leicht überlegen. Wenn das elektrische Feld von einem Wechselwirkungsfeld, wenn das elektrische Feld ein Wechselwirkungsfeld wäre, dann müsste es ein räumliches Raumzeitvektorfeld sein. Ja, klar, das E, das hat doch so diesen kleinen Pfeil oben drauf, das heißt ein dreidimensionaler Vektor. Sie wissen es inzwischen besser, das hat so E oben Alpha und das soll sich als einen Vektor transformieren. Wir haben da so ein kleines Problem, denn Sie kennen dieses Gedankenexperiment. Sie haben hier einen Leiter und in diesem Leiter, da fließt kein Strom, aber da drin sitzen irgendwie, der ist geladen, den habe ich irgendwie aufgeladen. So, und da sitzen jetzt irgendwie die Elektronen da schön gleich verteilt und die machen hier dieses schöne zylindrisch-radiale E-Feld. Klar? So, da haben wir ein E-Feld, aber kein B-Feld, kein magnetisches Feld. Okay, wir stellen das Gedankenexperiment kurz zur Seite. Jetzt lassen wir diesen Leiter mit Strom durchfließen. Das sind wieder Elektronen, aber jetzt bewegen die sich hier. So, gleichförmiger Strom. Was passiert? Magnetfeld sieht so aus, richtig? Aha, so. Ja, ist doch gut. In dem ersten Fall, stellen wir das Gedankenexperiment auch zur Seite, in dem ersten Fall haben wir ein E-Feld und im zweiten Fall haben wir ein B-Feld. Die haben nichts miteinander zu tun. Jetzt nehmen wir uns aber wieder das erste Gedankenexperiment her, haben da nur das E-Feld, ne, die Ladung ruhen da. Und jetzt gehe ich in ein anderes Inertialsystem. Nehmen wir an, das war im Inertialsystem. Und jetzt gehe ich so an diesem Leiter, stolziere ich so vorbei. Und dieses Inertialsystem ist so gut wie jedes andere. Aber in diesem Inertialsystem bewegen sich doch jetzt die Ladungen. Ja, in dem ruhen sie, aber in dem bewegen sich. Ja, Moment, aber wenn sie sich in dem Inertialsystem bewegen,
da muss ich ja in dem System plötzlich ein B-Feld sehen, richtig? Und so ist es auch. Sie sehen dieses B-Feld. Ja, das ist ja Donnerwetter. Das heißt, Sie haben ein Vektorfeld und wenn Sie ein Inertialsystem und Sie haben ein Vektor, ein E-Feld und ein B-Feld, die haben nichts miteinander zu tun, aber jetzt haben Sie, sagen wir mal, ein E-Feld und kein B-Feld und jetzt gehen Sie in ein anderes Inertialsystem und plötzlich wächst da so ein B-Feld. Das ist ja verrückt. Ja, richtig, ist verrückt. Und das ist Elektrodynamik und es hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit nicht-relativistischer Mechanik. Sondern E- und B-Feld sind Teile, das sind keine Raumzeit- Vektorfelder zwei Stück, sondern die sind beides Komponenten eines Raumzeit-0,2-Tensorfeldes. Die kombinieren da rein und erst dieses 0,2-Tensorfeld transformiert dann unter den entsprechenden Koordinatensystemtransformationen. Und wenn Sie dann ganz genau hingucken, sind es auch gar nicht die Transformationen, die bei uns vorkommen, sondern die, die in der Relativitätstheorie vorkommen. Kurzerhand, elektrisch und magnetisch, das sind zwei Seiten einer Medaille, die können Sie nicht trennen. Also wenn Sie immer in einem Inertialsystem machen, können Sie sich diese Fantasie erlauben. Es gibt ein E-Feld und B-Feld und jetzt rechnen wir aus mit newtonscher Mechanik, wie sich da die Teilchen bewegen. Das stimmt im Prinzip auch, aber konzeptionell ist das vollkommener Käse. Okay? Und der Einzige, der das erkannt hat, nach 20 Jahren Maxwell-Theorie, oder nee, länger, nach 50 Jahren Maxwell-Theorie, war Einstein. Er hat draufgeguckt und hat gesagt, stimmt doch gar nicht. Okay? Und das werden wir auch am Schluss tun, in der vorletzten Vorlesung oder so, wenn wir auch sagen, stimmt doch gar nicht und machen es besser. Das Problem ist, im Moment auch wieder nicht beschreibbar. Nicht beschreibbar, beschreibbar in newtonscher Raumzeit. Ist zwar klassisch beschreibbar, aber nicht in der newtonschen Raumzeit. Ja, und damit haben wir den ernüchternden Fall, dass von allen fundamentalen Wechselwirkungen, die bis heute experimentell festgestellt wurden, wenn man es ganz genau nimmt und die Gravitation nicht als Wechselwirkung beschreiben will, um das erste Axiom nicht arbeitslos zu machen, dann bleibt gar keine Kraft übrig. So ist es. So ist es. Okay. So, jetzt haben Sie aber in der Experimentalphysik stundenlang Kraftfelder angeguckt und mit denen gerechnet und rumgemacht, Potenziale, den harmonischen Oszillator und allen möglichen Schnickschnack. Ja, was sind das? Ja, das ist ein Konzept, das wir jetzt einführen. Es sind eben keine fundamentalen Wechselwirkungen, sondern sogenannte effektive Wechselwirkungen. Das ist also der zweite Typ von Wechselwirkungsfeldern. Effektive Wechselwirkungen. Oder Wechselwirkungsfelder. Was ist das? Gut. Der Physiker ist ja von Natur aus ein praktischer Mensch. Und der sagt jetzt, und außerdem ist natürlich jemand, der sagt, meine Physik, mein physikalisches Denken, das kann ich auf alles anwenden, was sich überhaupt irgendwie denken lässt in der Natur. Das analysiere ich tot. Ja? So. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, man beobachtet irgendwelche Interaktionen von irgendwelchen Objekten und man weiß das, also zum Beispiel Menschen oder so, ja. Ganz kompliziert, so ein Mensch. Ja, so ein Mensch, da steckt irgendwie stark und schwach und magnetisch und Gravitation und alles Mögliche drin. Ja, klar, also das, na, was ich hier, unser Kreislauf, dass das Herz da pumpen muss und wie das pumpt und das hat alles damit zu tun, dass wir hier im Gravitationsfeld sind. Wenn Sie dann irgendwie ins All fliegen, dann müssen Sie ja besondere Vorkehrungen treffen, damit irgendwie Ihr Kreislauf funktioniert und so. Ne? Also wirklich, man muss, um den Menschen zu verstehen, mindestens mal diese fünf Kräfte verstehen. Und wenn man dann Reduktionist ist, sagt man, und alles andere, die Chemie, und das ergibt sich daraus, und unser Denken und so weiter, und dann aus unserem Denken auch noch unser Handeln und so, ja. Aber eigentlich hat man die Fantasie, dass das hier im Prinzip alles beschreibt. Okay? Und wenn das so ist, dann ist die Idee von so effektiven Wechselwirkungsfeldern, ja, also betrachte, also Beispiel. Und bei effektiven, also ich mache ja nicht gerne Beispiele, aber bei effektiven Wechselwirkungsfeldern, da gibt es eigentlich nur Beispiele, ja. Beispiel, betrachte
die Wechselwirkung von einem, ja, sagen wir mal, Teilchen so mit einem Teilchen so. Okay? Das kann man irgendwie betrachten. Und das sind jetzt beides ganz komplizierte Objekte und ihre Chemie und dieser ganze Krimskrams. Aber wir sagen, wir wollen das gar nicht fundamental verstehen, sondern wir wollen einfach ein Modell dafür machen. Und wir können jetzt sagen, okay, nehmen wir mal an, kommt gleich wieder. Keine Beschwerde ans Office for Gender and Diversity, bitte. Also nehmen wir mal an, so ein Mann, der hat so eine Bahnkurve, ja, okay, ist klar. Das ist sozusagen hier der freie Mann, ja, so heißt das, ja. Und ne, Sie sehen schon, also der Punkt ist, wir können jetzt sagen, okay, die Beobachtung ist, dass wenn jemand normal so laufen würde und jetzt ist da aber irgendwie das ja, und so weiter, dann passiert irgendwie sowas, ja. So, und jetzt sagen Sie, aha, also das Grüne sind also die Geraden, die Autoparallelen, das ist das jetzt schon im Raum gemalt und jetzt gibt es da irgendetwas komplex, chemisches, optisches, da werden ja Photonen erstmal ausgetauscht und so, ja. Und da gibt es so eine es gibt auf jeden Fall einen Insgesamteffekt. Und diesen Insgesamteffekt, den kann ich doch als Wechselwirkung modellieren. Okay? Und jetzt hängt es aber auch schon ein bisschen von der Ladung. Es ist ja, früher hätte man das irgendwie sehr schwer erklären können, aber in der modernen Welt ist es ja ganz einfach zu erklären. Also wenn jetzt quasi alle Teilchen so Ladungen haben, dann hat man zum Beispiel diese Ladung. Man hat aber natürlich auch irgendwie solche Ladungen, solche Ladungen und solche Ladungen, ja, hier, solche Geschichten, ja. Vielleicht ist ganz modern, wenn man dann irgendwie noch so eine Ladung hier hat, irgendwie so und so, aber hier mit Bart, ja. Und Sie sehen, und schon wächst das L. Das L wächst, ist keine Frage. Also Sie haben die Fantasie zu sehen, in welchen Fällen welche Ladungen wie sind und Plus und Null und zweimal Plus und gibt es ja alles. So, und aber das ist eine effektive Modellierung. Wir brauchen gar nicht zu verstehen, wo das herkommt, die Attraktion zwischen Mann und Wurst oder so, ja. Sie können es einfach effektiv modellieren, okay? Aber Sie verstehen, das ist nichts Fundamentales, das kommt einfach so aus der Hand. Okay, so, das ist das. Wir haben ein weiteres Beispiel, ja. Das ist zum Beispiel dann so eine Hucksche Feder, ja. Ja. Da haben wir ja auch irgendwie solche Sachen gelernt wie, also nehmen wir mal an, da ist irgendwie eine Wand und dann ist hier irgendwie so ein Wägelchen und was es da alles gibt und auf dem Wägelchen ist festgemacht eine Masse und da haben wir jetzt hier so eine Feder. Ja? So, und da kann man jetzt natürlich schwadronieren, es gibt ein Hooke'sches Kraftgesetz und so, aber mal ganz ehrlich, also wenn ich dieses Wägelchen wegziehe und die Feder spanne, ist doch klar, ja, die Feder, die besteht ja aus Atomen und Material und so und da starkes Feld lässt das überhaupt mal zusammenhalten, zusammen mit dem elektromagnetischen Feld und so. Und es ist natürlich klar, eine Feder ist ein unglaublich kompliziertes Ding. Das verstehen Sie fundamental dann auch nur quantenmechanisch und selbst da, also das wirklich fundamental zu verstehen, Sie brauchen ja keine Feder nehmen, Sie können ja irgendwas anderes nehmen und das dann irgendwie so langziehen und so. Es ist klar, diese Rückstellkraft, die von der Feder ausgeübt wird, das ist nur was Effektives, das haben Sie nicht fundamental verstanden und Sie nennen halt eine Feder, eine Hooke'sche Feder, wenn die in dem Bereich, in dem Sie sie angucken, da so ein lineares Rückstellgesetz hat. Klar, das kennen Sie alle. Aber das ist ja nichts Fundamentales, das ist auch so von diesem Beispiel, von diesem Typus hier, das ist einfach mal so hingerotzt, ja, als Kraftgesetz.
Das können Sie natürlich machen und dann können Sie irgendwie nicht Hooke'sche Federn betrachten. Die haben dann irgendwie noch einen kubischen Term und können Sie alles machen. Ist aber alles nur so effektiv. Das ist so, Sie gucken sich, was passiert und dann erfinden Sie Ihre Kraft so, dass das rauskommt, wenn Sie dann das zweite Newtonsche Axiom verwenden, das gleich noch kommt, dass das rauskommt an Bewegung, was Sie sowieso sehen, richtig? Ja? Also das sind diese effektiven Wechselwirkungsfelder. Also Fazit. Häufig versteht man nicht, in Klammern, oder will sich nicht damit beschäftigen, oder will sich nicht beschäftigen, versteht man nicht, wie genau eine Abweichung der Bewegung oder der Weltlinie bewegen. Es ist alles ein bisschen Larifari formuliert, aber es geht ja hier auch nur darum, die Idee festzuhalten. Wie genau eine Abweichung der Bewegung, eine Abweichung der Weltlinie, schreibe ich dann doch lieber, eine Abweichung der Weltlinie eines Teilchens von den Geraden auf fundamentale oder auf die fundamentalen Wechselwirkungen zurückzuführen ist. Dann modelliert man oft die Wechselwirkungsfelder ad hoc. Okay? Und also Sie erfinden Ladungen und Sie erfinden Wechselwirkungen und Sie können dann zum Beispiel, wenn wir nochmal zu diesem Menschenbeispiel zurückgehen, Sie können dann dem Menschen zum Beispiel irgendwelche Drogen geben, damit da irgendwie eine Ladung ausgeschaltet wird oder besonders angeschaltet wird. Also das könnten Sie im Prinzip machen. Also Sie können damit dann manipulieren und es ist klar, sowas funktioniert. Okay? Und genauso bei den anderen Dingen. So, und da wir ja fast aller oder wirklich aller fundamentalen Wechselwirkungen verlustig gegangen sind, ist eigentlich das, was in der Mechanik übrig bleibt. Was ein bisschen traurig ist, aber so. Ändert aber nichts dran, dass das eigentlich das Ziel wäre, aber das kann die Newton'sche Mechanik nach heutigem Erkenntnisstand gar nicht leisten. Jetzt könnten Sie denken, oje, oje, das ist ja wirklich ganz, ganz schwach, aber der Punkt ist, wir sind so unglaublich nah dran, also es ist ein kleiner Ausblick an dieser Stelle, in grün wie die Hoffnung, Ausblick. Also Ausblick durchaus auf die letzte Vorlesung dieses Semesters hier, aber auch Ausblick auf die weiteren Theorievorlesungen, die noch kommen. Ausblick. Wir hatten bisher M, O, A, Nabla, T und so eine Raumzeit, eine räumliche Raumzeitmetrik G. Das ist eine Newton'sche Raumzeit und wir hatten da auch so Kompatibilitätsbedingungen, zum Beispiel Nabla auf G ist 0 und so weiter. Und im Wesentlichen geht es darum, die absolute Zeit durchzustreichen, also eine neue Art von Raumzeit zu definieren, in der es keine absolute Zeit mehr gibt, damit auch keine Gleichzeitigkeit, wie soll die dann definiert sein? Und dann ist das G auch keine räumliche Raumzeitmetrik, wie sollte es das sein? Denn das Räumliche an der räumlichen Raumzeitmetrik war ja auch wieder Vermöge des der absoluten Zeit T definiert, dann nimmt man einfach eine Raumzeitmetrik ohne die Einschränkung räumlich und was dann da steht, ist die, also im Wesentlichen mit denselben Bedingungen an die Objekte, die noch stellbar sind, wenn das T weggefallen sind und das ist dann eine Einsteinsche Raumzeit.
Und das ist dann die allgemeine Relativitätstheorie. Ja, und wenn wir die haben und die schreiben wir hin, da folgt die spezielle Relativitätstheorie wirklich nur als kleines Anwendungsbeispiel. Okay? Das heißt, wir haben uns mit dieser absoluten Zeit von Newton selbst ins Knie geschossen. Ja, oder Newton hat sich ins Knie geschossen. Und eben die Maxwell-Theorie, selbst wenn man sie in dem Rahmenwerk hinschreibt, sie sprengt das Rahmenwerk. Okay? Und jetzt erkennen Sie vielleicht auch so ein bisschen, warum ich hier diesen Fanatismus mit all diesen Strukturen betreibe. Man versteht einfach, was vor sich geht beim Übergang von nicht-relativistischer zu relativistischer Physik. Okay? Und das ist der Ausblick. Und dann, oh Wunder, Zeichen und Wunder, alle fünf Kräfte, die da stehen, passen da dann rein. Und wir sind jetzt mathematisch vorbereitet, das anzugucken. Wir sind auch philosophisch vorbereitet. Wir müssen nur noch irgendwie die absolute Zeit irgendwann loswerden. Aber das geschieht erst ganz am Ende des Semesters. Und dann haben Sie es aber immer im Hinterkopf für die zukünftigen Vorlesungen. Okay? Also das ist der kleine Ausblick. Es ist also halb so schlimm, wie man denken würde, nach diesem katastrophalen Zwischenergebnis. So, damit kommen wir jetzt aber endlich zur Anwendung dieser Begriffe, dieser Wechselwirkungsfelder und der Kraft, nämlich durch eine präzise Formulierung des zweiten Newtonschen Gesetzes. Zweitens, präzise Formulierung des zweiten Newtonschen Gesetzes. Aha. Die Weltlinie eines Teilchens. Die Weltlinie eines Teilchens, muss ich sagen, welches ich nehme. Ich nehme das, bei dem die Weltlinie Gamma heißen möge, m die träge Masse und dann C1 bis CL die Ladungen, die die Teilchen in dem von uns angenommenen Universum haben. Erfüllt die Gleichung. Erfüllt die, ja, was für eine Gleichung ist es? Das ist eine Differentialgleichung. War das beim ersten Axiom auch schon. Erfüllt die Differentialgleichung. Wie schaut die aus? Erfüllt die Differentialgleichung. Nabla x Gamma auf x Gamma, aber dieses Objekt erschreckt uns natürlich nicht mehr. Das ist natürlich nur die Beschleunigung des Teilchens. Sie erinnern sich, das ist die Beschleunigung des Teilchens. Hatten wir identifiziert in einer der ersten Vorlesungen. Beschleunigungsvektor, darf ich hier mit vollem Fug und Recht sagen, an einem Punkt Lambda, an einem Parameterwert Lambda. Dieses Ding aber mit m multipliziert, Masse mal Beschleunigung, ist gleich, ja, und jetzt würden wir traditionell F hinschreiben, die Kraft. Wir schreiben aber gleich in modernem Geiste diese mit Ladungen des Teilchens gekoppelte, gewichtete Summe der Wechselwirkungsfelder hin. Und jetzt erinnern Sie sich, wenn wir hier beliebige Parametrisierungen zulassen, da können wir, und da werden wir sehen, das bleibt immer noch so, weil das da immer noch räumlich ist, da könnten wir wieder so eine affine Reparametrisierung machen. Jetzt ist aber die andere Seite nicht mehr null. Das heißt, da würde so ein Faktor aufkommen. Und was wir hier einfach machen, um das Gesetz ordentlich hinschreiben, ordentlich, man kann es immer ordentlich hinschreiben, aber um es nicht allzu verquast hinzuschreiben, machen wir hier ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Was heißt das? Das heißt, Sie können es machen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ist einfach eine Wahl aus
Bequemlichkeit, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, können Sie annehmen, dass das Lambda gleich dem T ist. Und ich schreibe immer Lambda gleich T, aber T ist ja eine Funktion. Das ist also der Parameter der Kurve ist gleich der absoluten Zeit des Ereignisses Gamma von Lambda. Und das schreiben wir häufig, indem ich einfach nur Lambda gleich T schreibe. Das ist formaler Quatsch. Lambda ist eine Zahl und T ist eine Funktion. Aber es ist so zu denken. Okay, jetzt steht es einmal ganz genau da. Wenn wir das machen, also können wir hier noch schreiben, mal A plus B für irgendein fixes A und B. Und dann haben wir hier diese ganzen A-Faktoren rumstehen. Wir normieren das jetzt ein für alle Mal so. Die Weltlinie eines Teilchens erfüllt die Differentialgleichung schwuppdiwupp in der Gegenwart. In der Präsenz von Wechselwirkungsfeldern W1 bis WL. Und ja, so wie das steht, ist das natürlich alles richtig. Aber was ich eben schon mal gesagt hatte, das ist natürlich alles zu denken. Das ist ja hier wieder ein Vektorfeld. Aber das ist natürlich alles zu denken, ausgewertet dort, wo das Teilchen vorbeikommt. Das heißt, hier jedes einzelne W-Vektorfeld ist ausgewertet immer dort, wo das Teilchen vorbeikommt. Ja, das schreiben wir in der Regel nicht hin, um die Gleichung ein bisschen übersichtlich zu halten, aber so ist es hier zu lesen. Okay. So, das ist es schon. Wir schauen uns das jetzt wirklich ruckzuck in einer Karte an. Da passiert gar nichts wirklich Neues, aber es ist ganz gut, sich da zu vergewissern, dass zum Beispiel diese Kurve immer noch mindestens affin parametrisiert sein muss, sodass wir diese Wahl überhaupt treffen können. Also ganz flott. Situation in einer Karte und wie immer eines stratifizierten Atlas oder Atlanten. So, was haben wir da? Sie erinnern sich, die Wechselwirkungsfelder, von denen hatten wir verlangt, dass sie räumlich sind. Das heißt aber, wenn wir diese Gleichung hinschreiben, kriegen wir das Q0. Aha, also wir müssen hier sagen, Q ist das Kartenbild der Kurve und die Karte, das ist dann die Karte UX. Ja? So, in dieser Karte ist dann das Q0 Doppelstrich von Lambda, noch keine Annahme, dass es irgendwas mit dem T zu tun hat. Da steht ja eigentlich auf der linken Seite plus Gamma 0 MN QM Strich QN Strich, alles von Lambda und an der Stelle Gamma von Lambda und so weiter. Okay, ich schreibe es dabei, Lambda, Lambda. Aber dieses Ding da, das hängt auch ab von Gamma von Lambda, wo ich halt vorbeikomme, ist gleich, ja, und auf der rechten Seite steht da eigentlich die nullte Komponente dieses Ergebnisvektors, ja. Steht hier die nullte Komponente dort, wo ich vorbeikomme. Aber die nullte Komponente, die ist null, weil ja jedes einzelne W1 bis WL räumlich ist. Ist klar? Das hatten wir ja. So, und weil die, und Sie sehen, das ist aber, so, und dieses Ding hier ist null, das ist null wegen des stratifizierten Atlanten. Wegen des stratifizierten Atlanten. Das heißt, da steht im Endeffekt, selbst nach Einführung der Wechselwirkungsfelder steht da immer noch Q0 Doppelstrich von Lambda gleich 0. Und daraus folgt immer noch, wie zuvor, dass Q0 von Lambda, was aber im stratifizierten Atlas T von Gamma von Lambda ist, folgt immer noch, dass das A mal Lambda plus B ist. Aha, und die Wahl da hinten, die wir da getroffen haben, also das zeigt, wir können tatsächlich, kann tatsächlich
a gleich 1 und b gleich 0 wählen. Ich hatte hier gesagt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann ich das tun. Ja, da muss ich erst mal gucken, was die Allgemeinheit sagt. Die Allgemeinheit sagt, naja, das T von Gamma von Lambda ist eh so verbunden mit dem Lambda. Ja, ich kann die Kurve also so durch Wahl von A und B so parametrisieren, wie ich das gesagt hatte. Alles prima. Warum? Weil das Wechselwirkungsfeld als räumlich gefordert wurde. Ja gut, und der Rest ist dann, aha, okay, Entschuldigung, ich habe hier natürlich links, müsste man hier noch das große M vor alles schreiben. So, jetzt ist aber gut. Gut, und die anderen, die verbleibenden räumlichen Komponenten, Q-Alpha, so jetzt darf ich statt des Doppelstrich genauso gut den Doppelpunkt schreiben, wenn ich da hinten die Wahl getroffen habe. Das mache ich auch gleich. Von Lambda plus, ja, diese Nuller da, das fällt weg, aber was natürlich noch übrig bleibt, ist Gamma Alpha 0, 0 an der Stelle Gamma von Lambda mal Q, ne, mal gar nichts, mal 1, wegen dieser Wahl, plus 2 mal Gamma Alpha 0 Gamma Q Gamma Punkt an der Stelle Lambda. Ja, Entschuldigung, das war wieder bei Gamma von Lambda. Plus nichts mehr, ist gleich, und jetzt kommt aber C1, W1, ich schreibe mal die Komponenten gleich hier dran, die alphate Komponente plus, tralala, plus CL, WL, die alphate Komponente und natürlich jeweils interessiert es nur dort, wo das Teilchen sich auch gerade befindet. Und wenn Sie jetzt noch annehmen, also der Spezialfall, den mache ich mal hier noch hin, Spezialfall, Inertialsystem, Spezialfall Inertialsystem. Im Inertialsystem hatten wir ausgerechnet aus der abstrakten Definition, dass in einem stratifizierten Atlas im Inertialsystem die Gamma Alpha 0, 0 verschwinden und die Gamma Alpha 0 Gamma verschwinden. Ja gut, was bleibt denn da übrig? Da bleibt übrig M, Q, Alpha, 2 Punkt von T. Ach so, ja, okay, da kann man natürlich dann Lambda schreiben, stimmt immer noch. Man kann dann aber auch T schreiben. Es ist klar, Lambda ist T. Na, das ist nur, dass wir da nicht verwirrt sind. Kann man T schreiben. Und dann steht da MQ Alpha Doppelpunkt T gleich. Naja, und jetzt nenne ich einfach mal die rechte Kraft zusammenfassend F Alpha, dort, wo das Teilchen vorbeikommt. Und Sie sehen, das ist halt einfach die ganz naiv hingeschriebene Newton-Gleichung in einer Raumzeit, in der Sie ein globales Inertialsystem überhaupt haben und dann eben auch noch in Koordinaten, in dem Sie dann auch tatsächlich in einem Inertialsystem sind. Es kann ja ein Inertialsystem geben, aber Sie setzen sich ins Karussell und sind dann eben nicht mehr im Inertialsystem. Also Sie müssen auch in dieses Inertialsystem reingehen. Und bitte? Okay, und das ist dann eben diese Gleichung. Und die kennen Sie natürlich alle. Wenn ich die am ersten Tag so hingeschrieben hätte, hätten Sie gesagt, jawohl, das ist die gesamte Geschichte. Aber Sie sehen jetzt, es ist mitnichten die gesamte Geschichte. Und wenn Sie hier anfangen und wollen den Weg rückwärts gehen, also Sie sehen, das ist Spezialfall, 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 wenn Sie von hier aus rückwärts gehen wollen zum Allgemeinen, Sie können niemals aus dem Spezialfall das Allgemeine herleiten. Und letztlich der Weg von dort zum Allgemeinen mit der Inspiration von Maxwell-Theorie, das ist die großartige Leistung von Einstein. Und aber warum sollen wir heute mit etwas anfangen, von dem wir längstens wissen, es ist ein Riesenspezialfall, formal und so weiter, da würden wir sie nur verwirren. Und deswegen haben wir so angefangen, wie wir anfingen, aber das gibt Ihnen jetzt natürlich das Vertrauen, Sie wissen, ach, im Inertialsystem, wenn es ein solches gibt, darf ich ruhig das machen, was wir in der Experimentalphysik gerechnet haben, das ist vollkommen richtig, deswegen kommt da ja auch vernünftiges Zeugs raus, aber es kommt eben mit einer ganzen Menge Hintergrund, den Sie jetzt hoffentlich verstehen. Bitte? Ja, das ist meine Spezialklammer. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Die habe ich ja glatt unterschlagen. Hervorragend, hervorragend. Okay, ja, okay, super. Also plus Gamma, Alpha, Beta, Gamma von Lambda ist richtig, das ist da. Q Beta Punkt von T, machen wir doch wieder ein T draus. Q Gamma Punkt von T, den Term hatte ich Ihnen unterschlagen und der steht hier auch noch dabei. Ja, wie kriege ich den denn weg? Ja, den kriege ich nur weg, wenn ich noch eine Annahme mache, nämlich, dass die gesamte Raumzeit flach ist. Okay? Aber das heißt, die Annahme muss ich auch noch haben. Das heißt, Spezialfall, Inertialsystem und Newtonsche Raumzeit flach. Sie sehen, ich habe noch nicht mal selber das richtig auf dem Schirm gehabt. Also das ist richtig, der Term gehört dazu. Vielen Dank für die Frage. Im Inertialsystem, wenn es ein Inertialsystem gibt und die Newtonsche Raumzeit ist flach und so weiter, dann können Sie das machen. Ja? Ja. Ja, wie gesagt, meine Antwort da ist immer, nur ein Verrückter würde das verwechseln. Ja, ist klar. Also, ja, also ist ungeschickt, bei einigen ist auf ungeschickt gewählt, Gürtel. Okay, genau. Ja, das stimmt. Also, Gamma ist die Kurve, aber Gamma ist hier auch ein Index. Aber Sie sehen mit den Indizes, ja, das kann man alles aufhübschen, aber das kann natürlich unmöglich die Kurve da unten sein. Gut. Noch eine Frage vor der Pause. Dann sehen wir uns um 19:45 bitte wieder. So, eine kleine Korrektur zum Übungsblatt. Die Abgabe ist natürlich erst am Dienstag, den 3. Juni, zwei Tage vorher. Genau. Also auf diesem Blatt sind natürlich einige Perlen der Physik, ja. Also zu der ersten Aufgabe habe ich ja unten so einen ganzen Sermon, ja. Also für all die, die besorgt sind, dass die Lagrange-Mechanik zu kurz kommt, das haben sie alles schon gemacht bisher, sie haben es nur nicht gemerkt. Und ich werde das selbstverständlich noch in einigen extra dieser Thematik der Lagrange-Mechanik gewidmeten Vorlesungen nochmal explizieren, keine Frage. Also ich sage nicht, das leiten sich jetzt alles selbst her, was im Buch auf 100 Seiten steht. Aber wir haben einfach schon fast alles, was wir da brauchen, gemacht. Das wird Ihnen irgendwann klar werden. Und diese Aufgabe, Sie hatten auf dem letzten Übungsblatt schon diese Variationsprinzipien-Sachen gemacht. Das ist verdammt wichtig. Gehen Sie heute Mittag in Ihre Übungsgruppe und schauen Sie sich das an. Das ist ganz wichtig, wie das mit diesen Variationen geht. Ich werde das zwar nochmal in der Vorlesung erklären, aber Sie werden es niemals so gut verstehen, wenn ich es erkläre, wie wenn Sie es vorher selbst mal probiert haben. Heute Mittag in der Übung kommt das schon mal. Und okay, und dass man dann mit dieser Umformulierung was macht, gut, steht alles drunter. Dann natürlich solche anderen Sachen, da kommt diese flache Newtonsche Raumzeit, das fängt erstmal ganz abstrakt an, mit zeigen Sie, dass es da immer noch so einen flachen stratifizierten Atlas gibt und so, aber es ist eine sehr schöne Übung in linearer Algebra. Dann ganz toll ist natürlich die Aufgabe 2e, wechseln Sie in ein rotierendes Koordinatensystem und da haben Sie diese Technik, da ist wieder die gefürchtete E-Funktion, E hoch Matrix, oh mein Gott, aber da ist der meditierende Buddha, der sagt Ihnen, wie E hoch Matrix geht, da steht's, ja. Und dann rechnen Sie da Sachen aus und da werden die Gammas ausgerechnet. Denken Sie daran, dass die Gammas im alten System alle Null sind. Da kommt also nur der inhomogene Term vor. Und dann steht am Schluss eine ganze Menge Kladderadatsch. Und mit dieser ganzen Menge Kladderadatsch, da sollen Sie dann den Term identifizieren, der die Zentrifugalbeschleunigung und den Term, der die Coriolisbeschleunigung ausmacht. Und jetzt kennen Sie natürlich die Formeln oder Sie schlagen sie schnell nochmal nach, aber die sind natürlich nicht im Tensorkalkül hingeschrieben, sondern in dem profanen, dreidimensionalen, flachen Raum, Vektor, Pseudo-Vektor-Kalkül mit dem Kreuzprodukt und so ein Schnickschnack. Der Zusammenhang, das ist der ganz entspannt, die ganz entspannt liegende junge Dame hier unten, da sehen Sie, dass das der Zusammenhang dieses Kreuzprodukts ist. Und Sie kennen vielleicht noch die Regel für das Kreuzprodukt von dreidimensionalen Vektoren, auf anderen gibt es das gar nicht, von dreidimensionalen Vektoren aus der Schule. Und Sie können sich anhand dieses total antisymmetrischen Epsilons
dass Epsilon 1, 2, 3 gleich 1 ist, dann antisymmetrisch und sonst 0, können sich davon überzeugen, das ist genau die Regel, die man ihnen eingeschärft hat in der Schule. Und sie benutzen die jetzt halt mal rückwärts und tada, am Schluss steht dann da die Zentrifugalbeschleunigung und die Coriolis-Beschleunigung, wie sie in einem rotierenden Inertialsystem mit einer Winkelgeschwindigkeit Omega-Vektor auftritt. Das ist ganz toll. Und das Dritte, das ist endlich, Sie erkennen die rechte Seite. Was ist denn das? Wenn das C richtig gewählt ist, dann ist das natürlich das Newtonsche Gravitationsgesetz einer Punktmasse. Ja? Und Sie sehen, wir lassen diese Gravitationskraft nicht als Kraft, sondern wir schreiben sie als eins der Gammas, das Null sein müsste, wenn es ein Inertialsystem gäbe. Wir schreiben das als eins dieser Gamma-Alpha, also dieses Gamma-Alpha 0, 0. Und das ist die Aufgabe, das ist die gekrümmte Newtonsche Raumzeit. Und da sollen Sie am Schluss auch mal noch ein paar Geodäten finden, Autoparallelen in dieser Raumzeit. Das wären irgendwie solche Spiralen, aber wenn Sie das dann in den absoluten Raum projizieren, sind das natürlich Kreise. Und wenn Sie irgendwie die elliptischen Integrale lösen könnten, was natürlich keiner kann, dann könnten Sie auch noch zeigen, dass da die Ellipsen auch noch funktionieren und so weiter. Also das ist wirklich dann die Raum, da können Sie sehen, dass in der Newtonschen Raumzeit diese Spiralen, also wenn es über so einen Kreis oder so, ist quasi die Planetenbewegung aufgelöst in der Zeit, aber in der Raumzeit ist diese Spirale dann tatsächlich eine Autoparallele. Genauso wollten wir es, ja. Also da freuen Sie sich wieder an. Und in der nächsten Vorlesung werden wir dann sowieso mal die Gravitation ganz gesondert unter die Lupe nehmen. Und da zeige ich Ihnen, wie man alle Bahnkurven bekommt, also wie man das Kepler-Problem löst. Aber Sie können ja hier schon mal so ein bisschen philosophisch üben. Okay? Gut. Das war die Werbung für das Aufgabenblatt. Wir fahren weiter mit zwei extrem wichtigen Begriffen. Arbeit und potenzielle Energie. So, und die erste Tatsache ist die folgende. Wir können Arbeit und potenzielle Energie nicht definieren auf einer bloßen Newtonschen Raumzeit. Wir brauchen dazu eine räumliche Metrik. Also, was wir brauchen, ist eine Newtonsche Raumzeit mit absolutem Raum. Nur definiert auf einer Newtonschen Raumzeit, mit absolutem Raum. Wir brauchen also hier die gesamte Struktur MOA Nabla T groß G. Okay? So wie sie definiert war für eine Newtonsche Raumzeit mit absolutem Raum. So. Und wir müssen feinsäuberlich unterscheiden, wenn Sie sowas haben und Sie haben Wechselwirkungsfelder und Sie gucken sich Teilchen an. Die Arbeit, die an einem Teilchen verrichtet wird, wenn Sie es entlang eines bestimmten Pfades, das machen wir gleich genauer, bewegen in der Raumzeit, wenn Sie wollen, die ist immer definiert. Aber nur unter besonderen Umständen ist die potenzielle Energie definiert. Also etwas genauer, Definition. Sei Sigma eine Kurve vom Intervall AB, also wir wollen jetzt keine Kurve mit beliebigem Parameterbereich, sondern eine mit solchem, AB nach M, also eine Kurve in der Raumzeit, nicht irgendeine, sondern eine zukunftsweisende Kurve. Und jetzt mache ich hier eine Klammer auf und mache eine Klammer zu. Und das machen Sie bitte auch. Und jetzt schreiben wir hier beziehungsweise vergangenheitsweisende Kurve. Klammer auf, Klammer zu. Aber zunächst mal beschäftigen wir uns nur mit dem Fall zukunftsweisend und das andere füllen wir dann aus. Okay, also sei Sigma eine zukunftsweisende Kurve in der Raumzeit.
Dann heißt, für ein Teilchen, wir müssen ein bestimmtes Teilchen anschauen, Gamma M C1 bis CL, dann heißt für ein Teilchen sowieso in der Gegenwart oder in der Präsenz von Wechselwirkungsfeldern W1 bis WL, für ein Teilchen und in der Präsenz von Wechselwirkungsfeldern W1 bis WL, die Größe, ja gut, die Größe, die Zahl, der geben wir den Namen, ach Herrgott, ja, jetzt habe ich ja schon lauter Ws benutzt. Machen wir ein geschwungenes W. Geschwungen W, Sigma, die Größe hängt nämlich von der Wahl ihrer Kurve Sigma ab, Komma, Sigma von A, Pfeil nach Sigma von B. Ist ein bisschen Overkill, aber denn wenn Sie ja von der Kurve Sigma abhängen, können Sie das da ja immer konstruieren. Okay, schreiben wir mal hin mit Overkill. Diese Größe definieren Sie als Minus, soweit so gut, bitte ein Leerzeichen lassen, Integral von A nach B über einen Parameter, ja, nennen wir ihn ruhig auch Lambda. Also bitte bemerken Sie, die Kurve Sigma, die wir hier gewählt haben, ist nicht notwendigerweise und im Allgemeinen überhaupt nicht identisch mit der Bahnkurve des Teilchens. Das ist irgendeine Kurve. Okay? Heißt diese Zahl, Binus-Integral von A nach B, d Lambda, und jetzt kommt's, jetzt verwenden wir unsere räumliche Raumzeitmetrik. Warum haben wir die? Na, weil wir eine newtonsche Raumzeit mit absolutem Raum genommen haben. Die nehmen wir. Wo werten wir die aus? Die werten wir aus entlang der Kurve Sigma. Okay. Und was frisst die jetzt? Die frisst jetzt einmal das Kraftfeld F, das hat aber einen Index oben, FA, wo frisst es, also wo wird das ausgewertet? Wieder dort, wo die Kurve Sigma vorbeikommt. Und es ist klar, das Kraftfeld ist die gewichtete Summe mit den für dieses Teilchen relevanten Ladungen der Wechselwirkungsfelder. Okay. Und wir gewichten mit, wenn ich kurz nachdenke, ja genau, wir gewichten mit dem Tangentialvektor an die Kurve Sigma, dort wo wir gerade vorbeikommen, Bethe-Komponente. Das hier ist ein Raumzeit 0,2 Tensorfeld, das ist ein Raumzeit 1,0 Tensorfeld, das ist ein Raumzeit 1,0 Tensorfeld, zumindest dort, wo ich vorbeikomme. Dann habe ich hier eine Kontraktion. Sie wissen, dass bei Kontraktion der Rang des Tensors reduziert wird. Das heißt, was hier steht, ist ein Raumzeit 0,0 Tensorfeld oder anders gesagt eine Funktion auf der Raumzeit. Naja, aber immer nur ausgewertet entlang dieser Kurve Sigma. Da können Sie über den Kurvenparameter integrieren und Sie kriegen eine Zahl. Und diese Zahl, aha, und damit das Ganze funktioniert, gehe ich auch in ein Inertialsystem. Okay, Annahme schreibe ich hier noch dabei. Annahme in dieser gesamten, in diesem gesamten Unterkapitel 3 ist Inertialsystemkarten. Ja, also wir nehmen an, wir sind immer in einem Inertialsystem, denn Sie wissen, ansonsten macht das da gar keinen Sinn. So, dann heißt diese Zahl, die am Teilchen entlang der Raumzeitkurve Sigma verrichtete Arbeit. Und dass die am Teilchen verrichtet ist und nicht vom Teilchen verrichtet, das macht dieses Minus hier aus. So. Und
Ich habe ja gesagt, wir betrachten hier den Fall der zukunftsweisenden Kurve. Das ist der Fall Vorzeichen Epsilon gleich plus 1 und dieses Epsilon steht hier unten. Okay, ich habe hier ein Epsilon eingefügt. Das ist, wenn Sie eine zukunftsweisende Kurve nehmen. Und wenn Sie eine vergangenheitsweisende Kurve nehmen, dann ändert sich das Vorzeichen. Aber das ist eigentlich ganz einfach. Die Visualisierung hierzu ist die folgende. Jetzt sagen Sie, wie kann das sein, dass diese Kurve Sigma ist anders als die Kurve des Teilchens selbst ist? Was macht das für einen Sinn? Na, der Witz ist, die Arbeit, das muss ja nicht wirklich geschehen, damit ich über die Arbeit nachdenken kann. Also die Logik ist die folgende. Nehmen Sie mal an, Sie haben ein Teilchen hier, das hat, sagen wir mal, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt ein freies Teilchen ist oder ob das schon die Weltlinie des Teilchens ist, weil eine Kraft wirkt oder weil Wechselwirkungsfelder da sind, an die das Teilchen koppelt, sei mal dahingestellt, dieses Teilchen erfülle einfach, erfüllt den zweiten Newton. Ja, das ist hier die Annahme. Und jetzt können Sie ja trotzdem die Frage stellen, die Wechselwirkungsfelder im zweiten Newton ist immer nur relevant, wie das Vektorfeld, das Wechselwirkungsfeld oder die Wechselwirkungsfelder aussehen, dort, wo das Teilchen vorbeikommt, richtig? Aber jetzt können Sie doch Folgendes machen, also das ist hier dieses Gamma, jetzt können Sie aber hier diese Kurve Sigma betrachten, ja, die hier noch, die hier laufend vorkommt, ja, da und da und da. Diese Kurve Sigma, die kann sich durchaus davon unterscheiden. Sie können also sagen, ich lasse jetzt einfach hier eine raumartige Kurve loslaufen und die endet hier aber wieder. Das wäre also Sigma von B und die hat auch irgendwo hier mitten im Gestrüpp angefangen, Sigma von A. Sie betrachten einfach dieses Ding. Und was Sie, das ist also ein bisschen das Gedankenexperiment. Ich lege mal das Sigma von A, aber jetzt nur aus, das hat jetzt keine Bedeutung, nur um es ein bisschen einfacher hinzumalen. Sie können das Teilchen nehmen und Sie können es ja, obwohl das Teilchen was anderes macht, können Sie es ja in Gedanken hierhin zwingen. Ja? Sie könnten jetzt also quasi von außen eingreifen. Das Teilchen würde, wenn Sie es loslassen in den Wechselwirkungsfeldern, würde es einfach diese Kurve machen. Ja, ja. Habe ich raumartig gesagt? Nein, 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 Entschuldigung. Sigma ist entweder zukunftsweisend oder vergangenheitsweisend. Wenn es so rum aussieht, ist sie offensichtlich zukunftsweisend, weil Sigma von B da oben liegt. Okay? Entschuldigung, da habe ich mich versprochen, wenn ich das gesagt habe. Sie können ja jetzt zum Beispiel ein Elektron, nehmen Sie mal an, wir haben hier ein elektrisches Feld und Sie haben hier ein Elektron. Wenn ich das jetzt gehen lasse, dann wissen Sie, was das macht. Ja, da passiert irgendwas. So, jetzt können Sie aber genau dieses Elektron nehmen, anfassen und mit Aufwand ja, nach hier hinten ziehen gegen das elektrische Feld. Sie können es aber auch laufen lassen und Sie können sich nur vorstellen, Sie würden es ziehen. Das ist diese Sigma-Kurve. Okay, das wird gleich noch wichtig. Also Sie realisieren diese Arbeit nicht notwendigerweise, aber Sie können trotzdem drüber reden. Ist das klar? Völlig klar. So, und jetzt könnte aber die Kurve, jetzt, wenn Sie sagen, ich fange hier an und ich will jetzt aber hier irgendwie nach hier unten rückwärts gehen, gut, dann können Sie das auch machen, aber dann ändert dieser Tangentialvektor, der ist dann eben nicht mehr zukunftsweisend, sondern vergangenheitsweisend, dass diesen Vorzeichenwechsel fange ich nochmal ab, indem ich dieses Epsilon da nehme. Also es ist sehr akademisch, ist nur damit das jetzt für alle Fälle passt und man da keine falschen Ideen bekommt. So, und dann kann ich davon reden, wenn ich jetzt hier entlang dieses Integral ausrechne, kriege ich genau diese Größe. Und das ist die am Teilchen, vielleicht auch in Gedanken nur, verrichtete Arbeit, wenn ich sie entlang dieses Weges, dieses Teilchen entlang dieses Weges züge. Ja. Nein. Das, ja, das ist richtig. Da steckt die Wechselwirkung drin. Es macht einen Unterschied, ob Sie ein Teilchen haben, das an was koppelt oder nicht. In diesem F stecken diese Cs drin. Die Cs, wie sie an das W koppeln. Aber Gamma und
Gamma und M spielen keine Rolle. Das ist richtig, genau. Und Sie könnten jetzt sagen, ja Moment, aber was ist denn im Gravitationsfeld? Da muss doch das M eine Rolle spielen, das Gravitation ist ja keine Kraft bei uns. Ja? Okay. Genau, so, also das ist dieses Bild. Und jetzt ist natürlich eine unmittelbare Beobachtung die folgende. Da sowohl das G als auch das Vektorfeld F, nee, aber ein, das reicht, da G räumliches Raumzeit-Vektorfeld ist, ja. Sie erinnern sich noch, wenn Sie ein räumliches Raumzeit-Vektorfeld haben und Sie schreiben hier zwei beliebige Raumzeit-Vektorfelder dran, dass da nur die räumlichen Komponenten beitragen. Also das ist hier FA räumlich mal XB räumlich. Na, das hatten wir letztes Mal uns angeschaut gehabt. Das war der ganze Witz. Und jetzt ist es so, dass F ist eh räumlich, da passiert eh nichts. Aber wenn wir das so hinschreiben, dann können wir hier diese Komponenten G Alpha Beta nehmen, die wir da letztes Mal hatten, in der Definition hiervon. Denn das ist ja Delta Alpha A, Delta Beta B, FA, XB. Und was da natürlich nur übrig bleibt, ist G Alpha Beta, F Alpha, die räumliche Komponente. Und das da ist nur die räumliche Komponente dieses Tangentialvektors. Wenn ich jetzt wieder spezialisiere, das ist der Tangentialvektor an Sigma. Das wäre jetzt also in unserem Falle, ich habe hier so ein paar Verzierungen weggelassen, in unserem Falle ist es da natürlich X nach Sigma, ne, die Kartendarstellung, die betterte Komponente abgeleitet nach dem, Entschuldigung, hier abgeleitet nach dem Parameter Lambda. Da sollte ich jetzt hier keine Zeit hinschreiben, denn der Parameter dieses Sigmas, das könnte ich zwar mit der Zeit parametrisieren, aber das habe ich gar nicht nötig, denn man kann leicht überprüfen, wenn ich den Parameter ändern würde, würde sich genau im Kehrwert von der Änderung dieses Parameters ändern. Das heißt, dieses Ding ist völlig unabhängig, diese Zahl W ist völlig unabhängig, wie schnell oder ja, wie schnell, also mit welchem Parameter ich entlang dieser Kurve Sigma laufe. Okay, ist auch reparametrisierungsinvariant. Okay, das heißt, wir können diese Arbeit ganz einfach ausrechnen. Das heißt, das geschwungen W Sigma von A nach Sigma von B, das ist einfach die Ihnen vertraute Formel. Sie können das einfach projizieren auf den Raum. Da gehen Sie hier von A nach B, D Lambda, G Alpha Beta entlang Sigma von Lambda mal F Alpha entlang Sigma von Lambda mal die Komponente, die betterte Komponente von diesem Sigma abgeleitet an der Stelle Lambda. Und das ist natürlich genau die Rechnung, die Sie kennen. Das sind jetzt hier alles Karten. Das ist die Kurve in der Karte. Die leiten Sie ab. Und häufig schreibt man dann D Lambda mal diese Ableitung, schreibt man häufig als D Sigma. Kennen Sie vielleicht aus der Mechanik, dass man halt irgendwie statt R Vektorpunkt dt schreibt man dann dr oder sowas. Okay? Das kennen Sie. Ne? Und dann hat man im Arbeitsintegral Integral dr dot f Vektor oder so mit allen möglichen Annahmen. Das ist also so irgendwas, aber das werden wir ja gar nicht so benutzen. Das hier ist der präzise Ausdruck. Aber das ist genau die Arbeitsformel, die Sie kennen. Okay, ja? Warum ist G ein Vektor? G, das ist falsch. Dankeschön. Da G räumliche Raumzeitmetrik ist. Genau. Das ist eine räumliche Raumzeitmetrik und das sind Räume. Ich wollte erst ein bisschen was anderes schreiben. Genau, danke, vielen Dank. Genau. Also es ist der ganz übliche Arbeitsbegriff. Und welche Lektion haben wir gelernt? Nur auf einer newtonschen Raumzeit mit absolutem Raum, also auch nur auf einer newtonschen Raumzeit mit Inertialsystem etc. pp. Nein, denn Sie könnten diese G-Alpha-Betas, die könnten nicht trivial sein. Es gibt dann nicht triviale Groß-Gamma
Alpha, Beta, Gamma. Also dieser, hier könnten immer noch, die räumlichen Räume könnten immer noch gekrümmt sein. Ja? Also nehmen Sie mal an, ja, das erscheint so ein bisschen komisch, aber nehmen Sie mal an, Sie nehmen eine Rakete. Sie setzen sich jetzt in eine Rakete und nehmen wir an, die Welt wäre newtonsch. Und jetzt fliegen Sie in dieser Richtung mit der Rakete los. Es könnte doch sein, dass das Universum so ist, dass wenn Sie lange genug fliegen, nochmal hier ankommen, aber von dort. Das ist so das Kolumbus-Problem. Ne? Man segelt, 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 segelt und hups, da bin ich ja wieder zurück. Und genauso, wie man gedacht hat, die Erde ist eine Scheibe und war dann ganz überrascht. Also seit Antike wusste man es ja besser, aber im Prinzip, Sie verstehen schon, ja, also naiv geht doch keiner davon aus, wenn ich jetzt wirklich immer weiter in diese Richtung laufe, dass ich von da hinten wieder komme. Aber wir wissen, es ist so auf der Erde. Ja, also jetzt mal ohne Ozean und so ein Zeugs. Ja, klar. Und das Universum könnte doch so sein, dass es auch für den dreidimensionalen Raum, ich fliege in der Richtung los und irgendwann nach 18 Milliarden Lichtjahren oder so, komme ich dann wieder hier an, aber von dort. Wenn das so wäre, oder vielleicht ist es ja so, wer weiß, dann ist der Raum eine Kugel, also eine dreidimensionale Kugel. Ich kann Ihnen ja keine dreidimensionale Kugel hinmalen, also eine Dimension höher, ja. Und dann brauchen wir, ganz dringend brauchen wir, dass diese Gs hier nicht trivial sind. Ja? Und es hat aber mit der Zeit dann noch nichts zu tun. Also Sie sehen, das ist hier keine akademische Übung, dass da das G steht und das ist noch nicht festgelegt auf das flache G. Ne, sehen Sie, hier schreibt man ja irgendwie dann irgendwie so innere Produkte, sagt man, das, wenn das da irgendwie die Form 111 hat und so. Das können Sie alles machen, aber Sie berauben sich quasi wirklich aller Einsichten, die man da haben kann. Und dafür sind wir Theoretiker zuständig. Wir werden sehr wenig konkrete Kraftgesetze nehmen und dann was ausrechnen, werden wir auch machen. Aber uns geht es darum, was ist denn alles möglich und denkbar? Und bis jetzt hat sich in der Physik häufig herausgestellt, das, was denkbar war, war noch lange nicht innovativ genug oder was man sich gedacht hat, als das, was dann tatsächlich war. Ja? Also das da bereitet sie für alles vor. Wir könnten jetzt hier irgendwie Kosmologie im Newtonschen machen mit solchen Geschichten. Ja? Bitte? Das ist richtig, das heißt, das hängt von der Zeitveränderung nicht mehr ab. Das heißt, man kann sich diese ganze Situation hier runterprojiziert vorstellen in einen dieser Räume und geht dann nur noch von dem Punkt hier zu dem Punkt hier. Und das ist auch effektiv, was man hier berechnet. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist die übliche Vorstellung. Wir haben den Raum und im Raum machen wir so ein Wegintegral über die Kraft projiziert auf den Tangentialvektor an den Weg und dann ist alles gut und dann kriegen wir die Arbeit. Okay? Also es ist die ganz normale Formel, aber jetzt sehen Sie, was da an Bedingungen drin steckt und wir sind so allgemein, dass wir da unser Universum, selbst wenn man, ja, ich habe es gerade erklärt mit der Rakete, das passt noch alles. Okay, das kriegen Sie niemals hier rein. Also wenn Sie da irgendwie solche Geschichten machen, damit die Arbeit definieren, sind Sie immer irgendwie so im flachen räumlichen Raum und die globale Struktur des Universums, die mag ganz anders sein. Okay, das haben wir hier umsonst, kriegen wir das mit. So, aber ich bin, ja? Das Epsilon habe ich unterschlagen. Dankeschön, sehr gut. So, jetzt weise ich noch einmal darauf hin, Sie können diese Kraft, diese Arbeit immer ausrechnen, ja, und sie ist aber abhängig vom Weg Sigma. Das ist offensichtlich aus der Definition. Und im Allgemeinen, wenn Sie irgendwelche Vektorwechselwirkungsfelder haben, ist es tatsächlich nicht egal, ob Sie jetzt diesen Weg Sigma wählen, der da eingemalt ist, oder ob Sie beispielsweise diesen Weg Sigma wählen oder ob Sie diesen Weg Sigma wählen, wobei das jetzt so gemalt sein soll, dass es überall zukunftsweisend ist. Ja? Diese Wege werden im Allgemeinen nicht übereinstimmen. Also wenn wir jetzt hier einen anderen Weg wählen, an dem wir das Teilchen in Gedanken entlang bewegen, werden die Arbeiten im Allgemeinen nicht übereinstimmen.
also hier Warnschild aufgestellt. Sein Sigma von AB nach M und Sigma Schlange von mir aus von CD nach M, zwei glatte Kurven, wie in der Definition. Und sei es so, dass Sigma von A tatsächlich Sigma Schlange von C ist und Sigma von B gleich Sigma Schlange von D. Also es sind Kurven mit gleichem Anfangs- und Endpunkt in der Raumzeit. Ja? Dann ist im Allgemeinen, und damit meint man vor allem für allgemeine, nicht weiter eingeschränkte Wechselwirkungsfelder, W1 bis WL, die am Teilchen entlang Sigma verrichtete Arbeit ungleich die am Teilchen entlang Sigma, also die am gleichen Teilchen entlang Sigma Schlange verrichtete Arbeit, ja, ich schreibe mal dazu, selbst für das selbe Teilchen. Also mal, bei der Arbeit spielt die Teilchen Weltlinie gar keine Rolle. Ja? Ist es in der Definition wichtig, dass die Kurve stetig ist? Ist es wichtig, dass die Kurve stetig ist? Ja. C unendlich. Ja, nee, C unendlich. C1 würde genügen. Sie bilden ja da diesen Tangentialvektor. Und dann müssen Sie nur einmal stetig ableiten. Okay, also C1 würde genügen. Ich wähle aber, ich hatte es ganz am Anfang mal erklärt gehabt, oder nicht erklärt, aber kurz erwähnt gehabt, man könnte all diese Theoreme und Definitionen, die ich gebe, schärfen und sagen, an der Stelle muss das ein C2-Tensorfeld sein und an dieser Stelle muss es nur C1 sein oder es muss hier eine C3-Mannigfaltigkeit sein, statt immer C unendlich. Aber immer wenn Sie eine C3-Mannigfaltigkeit oder eine CK-Mannigfaltigkeit haben, allgemeiner, können Sie immer eine C unendlich Mannigfaltigkeit daraus machen. Ach so, weil es da oben nicht... Ja, okay, also in der Regel, also wenn ich schreibe Kurve, meine ich immer glatte Kurve. Na, manchmal fällt das unter den Tisch. Das ist klar, ne? Sie müssen ableiten. Das sehen Sie, ich meine, Sie können es ja auch so sehen, wenn ich da solche kleinen Aussetzer habe. Sie können immer gucken, was brauche ich denn? Was brauche ich denn im Folgenden? Und wenn ich einen Tangentialvektor brauche, muss die Kurve mindestens C1 sein. Ja? Also die Erfahrung haben Sie jetzt inzwischen. Deswegen expliziere ich das nicht immer. Manchmal vergesse ich es und manchmal würde es einfach zu viel werden. Ich expliziere es eigentlich immer nur bei der Struktur, die unsere Raumzeit hat, weil uns das jetzt noch konzeptionell im Moment wichtig ist. Okay, aber ist klar. Ne? Okay, so, also im Allgemeinen wird das nicht das Gleiche sein. Und jetzt gibt es aber eine besondere Klasse von Wechselwirkungsfeldern, bei denen das dann doch der Fall ist. Aha, wie formuliere ich das jetzt? Definition. Ein Wechselwirkungsfeld, jetzt betrachte ich aber nur eines, ja, ein Wechselwirkungsfeld, ich nenne es da mal nur W, ja, ein Wechselwirkungsfeld W ist ein Vektorfeld, ne, ist ein, immer noch ein räumliches Raumzeit-Vektorfeld. Ein Wechselwirkungsfeld W heißt konservativ, falls, ja, jetzt schreiben wir dieses Integral nochmal hin, falls, ja, das Integral A nach B, D Lambda, G Alpha Beta entlang Sigma Lambda mal, ja, jetzt habe ich hier eben die Kraft stehen gehabt, aber ich schreibe jetzt nur das Vektorfeld hin, wenn ich da die Kraft rausmache, ich kann ja auch die Ladung davor schreiben oder so, also es ist nur ein Teil dieser Arbeitsgröße von eben. Hier,
entlang x Sigma, Sigma von Lambda, betterte Komponente, falls diese Größe unabhängig von Sigma ist, also unabhängig von Sigma ist, allerdings für Sigma von A gleich Sigma, nicht gleich, für Sigma A, Sigma B fest. Also Sie dürfen jetzt nicht auch noch die Endpunkte ändern, das ist Quatsch, aber wenn Sie quasi verschiedene Kurven zwischen den gleichen Endpunkten betrachten, die auch zukunftsweisend sind und so weiter, wie oben in der Definition, dann heißt das Wechselwirkungsfeld konservativ, wenn die Arbeit, die von dem Teil, Sie sehen das, okay, lassen Sie mich dem Ding dann Namen geben, sagen wir doch, das ist das Ite-Wechselwirkungsfeld, ja, und dann schreibe ich hier WI ran und dann kann ich hier die Arbeit, die vom Ite-Wechselwirkungsfeld entlang Sigma gemacht wird, ja, die kann ich ausrechnen. Und dann heißt dieses Ite-Wechselwirkungsfeld konservativ. Ja? Weiter geht's, falls ein Teilchen Gamma M C1 bis CL nur an konservative Wechselwirkungsfelder koppelt, dann ist auch die am Teilchen verrichtete Arbeit nur noch abhängig von Start und Endpunkt der Kurve Sigma. Ist klar, ne? Weil wenn ein Teilchen, es kann noch andere Wechselwirkungsfelder geben, die nicht konservativ sind, aber wenn die entsprechenden Ladungen, die an diese nicht konservativen gehen, für ein konkretes Teilchen null sind, dann spürt das Teilchen ja nichts davon. Und dann ist es einfach C, I mal dieses Ding und so weiter, die Summe über die I. Da hat natürlich das gesamte F, die auf das Teilchen wirkende Kraft, hat natürlich die gleiche Eigenschaft. Ja, ist klar. Ja, also daraus folgt. Das heißt also jetzt nochmal hingemalt als Bild. Ich male immer diese Ebenen, die brauchen wir eigentlich gar nicht so richtig, aber die male ich immer, damit Sie wissen, dass wir in der Raumzeit sind. Ja? Bei der Arbeit, die wir hingeschrieben haben, ist ja nicht noch das Minus. Der steht noch das Minus Epsilon, ganz genau. Dankeschön. Genau. So, das heißt also, wenn Sie Ihr Teilchen hier angucken, ja, und es ist tatsächlich egal, ob Sie irgendwie so nach hier kommen oder ob Sie so nach dort kommen. Es ist, also das eine ist Sigma, das andere ist Sigma-Schlange. Falls es immer das Gleiche ist für ein Teilchen, ja, dann definieren wir die potenzielle Energie. Definition. In genau diesem Falle heißt dann V von, und jetzt kommt's, das V hier, das ist jetzt eine Funktion vom Punkt P in der Raumzeit, heißt dann V von P, definiert als das W entlang einer Kurve Sigma, die aber bei einem Q startet und bei einem P endet, Raumzeitpunkten, ja, dann ist es diese Kraft,
dann heißt diese Kraft, die jetzt unabhängig ist von Sigma, sehen, auf der rechten Seite kommt Q und P vor, das P haben wir noch hier, ist unabhängig von Sigma ansonsten, deswegen taucht das hier nicht mehr auf, heißt dann diese Größe, die potenzielle Energie, die potenzielle Energie des Teilchens bezüglich des Punktes Q. Und P und Q sind beides Punkte aus der Raumzeit. Und Sie kennen das. Sie wissen, dass wenn Sie über die potenzielle Energie dieser Kreide reden, M mal G mal H, dann müssen Sie sagen, wo H gleich 0 ist. Das kann ich 2 Meter tiefer, das kann ich jetzt irgendwie hier, das kann ich nach da oben legen. Na, also den Referenzpunkt, den wählen Sie. Und dann können Sie ein Teilchen haben und Sie können sich auch denken, welche potenzielle Energie das Teilchen da drüben hätte, ohne es dorthin zu bringen. Wenn Sie die potenzielle Energie experimentell bestimmen wollen, müssen Sie es tatsächlich dahin bringen. Dann würde Sigma mit Gamma übereinstimmen, aber Sie können sich das auch denken. Ja, ist klar, das ist mein Punkt. Und das ist die potenzielle Energie. Okay? Und das ist eben eine Größe, die hängt nur noch davon, die den Referenzpunkt festgelegt haben, hängt das nur noch davon ab, wie ist die potenzielle Energie dort. Und da fragen Sie ja, wie komme ich denn dorthin? Ja, egal. Aber es kann nur egal sein, wenn die Wechselwirkungsfelder, an die das Teilchen koppelt, konservativ sind. Ansonsten gibt es keine potenzielle Energie. Ja, es gibt nicht einfach also diese Aussagen wie es gibt eine kinetische Energie und es gibt eine potenzielle Energie. Das ist völliger Unsinn. Eine potenzielle Energie gibt es nur in einer newtonschen Raumzeit mit absolutem Raum, mit Wechselwirkungsfeldern, die konservativ sind, zumindest die Wechselwirkungsfelder, die an dieses konkrete Teilchen, an die das konkrete Teilchen koppelt. Ja? Sie können also sehen, dass, sagen wir mal, die eine Hälfte der Wechselwirkungsfelder ist konservativ, die andere Hälfte ist es nicht. Dann gibt es Teilchen, für die es eine potenzielle Energie gibt. Und dann gibt es Teilchen, für die es keine potenzielle Energie gibt. Nämlich die, die nicht verschwindende Ladungen haben, die an nicht konservative Wechselwirkungsfelder koppeln. Ja? Es gibt also nicht die potenzielle Energie. Das ist einfach nicht der Fall. Okay? Ja? Es ist nur, weil das Gravitationsfeld in der newtonschen Mechanik konservativ ist. Deswegen gibt es ein Gravitationspotenzial. Es gibt immer diesen Unterschied zwischen Potenzial und potenzieller Energie, da ist man nochmal durch die Ladung geteilt oder nicht, aber mal abgesehen davon, ja, das gibt es wirklich nur für konservative Kraftfelder. Und die Gravitation ist ein, also in der newtonschen Mechanik, wenn ich die Gravitation als Kraft beschreibe oder ein entsprechendes Wechselwirkungsfeld, dann ist das entsprechend der Feldgleichung für die Gravitation, die wir das nächste Mal erst angucken, ist das ein konservatives Kraftfeld. Deswegen gibt es ein Gravitationspotenzial. Ja? Und das ist halt für andere Kräfte ist das nicht notwendigerweise der Fall. Ja? Und Sie sehen schon wieder, also unsere konzeptionelle Pedanterie zeigt Ihnen Unterschiede auf, die man ansonsten vielleicht nur wolkig erahnen könnte oder von Fall zu Fall diskutieren. Es liegen jetzt wirklich alle Annahmen ganz explizit auf dem Tisch und es darf da eigentlich keine Verwirrung mehr geben. Und auf dem nächsten Übungsblatt werden Sie dann zeigen zum Beispiel, dass man ein konservatives Kraftfeld auch wieder rekonstruieren kann aus der potenziellen Energie. Wissen Sie wie? Na, man bildet den Gradienten, ne? Minus der Gradient. Aber der Gradient, Sie erinnern sich, ist ja ein Kovektor. Das ist im Wesentlichen im Koordinatensystem die partielle Ableitung. Da steht der Index unten. Ja, wie machen wir denn das zum Kraftvektor? Da brauchen Sie schon wieder die räumliche Raumzeitmetrik, um den Index hochzuziehen. Das heißt, auch da steckt schon wieder mehr Struktur hin, als man so üblicherweise hinschreibt, wenn man alles flach annimmt, wenn man es da irgendwie ignoriert. Aber konzeptionell darf man es nicht ignorieren. Und nochmal, wenn wir zum Beispiel irgendwie die globale Raumzeit nehmen und Kosmologie und was alles im Newtonschen, wenn es Newtonsch wäre, dann würde das einen großen Unterschied machen, dass da eben noch das G steht. Das packe ich Ihnen dann auf ein nächstes Übungsblatt drauf, damit Sie das üben können. Und dann gibt es natürlich all diese, dann die hinreichende Bedingung, dass die Rotation des Vektorfeldes verschwindet. Aber dafür brauchen Sie schon wieder die Metrik, um die Rotation auszurechnen, etc., etc., pp.
Gut, nächstes Mal zeige ich Ihnen, wie die Gravitationskraft wirklich funktioniert und wir rechnen alle Planetenbahnen aus. Bis dann.